Willkommen zu meinem neuesten Review, heute mit den niegelnagelneuen Eraser Black Series LCCF100 Tube, aber nach dem Intro mehr. Vielen Dank hier an Z-Power für die Bereitstellung dieses Lüfters bzw. dieser zwei Lüfter. Gleich vorweg, diese finden Verwendung in meinem neuen Case-Mod, wird jetzt hier unten eingeblendet, könnt ihr euch natürlich auch gerne mal angucken. Schauen wir uns das Ganze mal an. Die sind niegelnagelneu, gibt es noch nie auf dem Markt. Z-Power führt sie schon auf der Internetseite, allerdings habe ich jetzt keine Shopping-Ergebnisse gefunden. Preislich kann ich euch auch nur nennen oder beziehungsweise sagen, die werden sich so ungefähr um die 15 Euro bewegen, gehe ich davon aus. Und ja, was es damit auf sich hat, klären wir jetzt in dem Video. Zum einen relativ schlichte Verpackung mit ein paar Logos, ein paar Schriftzügen. Unten hier wird gleich die Größe mit genannt, 120 mm, Case, Fan, Gehäuselüfter. Ihr könnt das Ding trotzdem auf einen Prozessorkühler oder irgendwo anders hin verbauen, das ist kein Problem. Unten noch ein paar Features und ansonsten die Verpackung relativ schlicht gehalten, auf den Seiten noch ein paar Logos. Und drehen wir das Ganze um. Und hier kommen wir zum interessanten Teil. Wieder mal LC-Power typisch, sehr übersichtlich in Deutsch und Englisch. Nochmal ein paar technische Daten. Und da gucken wir uns mal die deutsche Seite an. Hier die Abmessung 120x120x25 in der Stärke. 25 mm alt. Nennspannung liegt bei 12 Volt. Ja, was ist noch interessantes? Eingangsleistung 1,4 Watt. Die Lüfter drehen zwischen 500 und 1200 RPM, also das ist auch nicht allzu krass schnell, plus minus 10%. Und da merkt man schon, das Ganze richtet sich doch eher an den Silent User. Hier wird ein Luftdurchsatz von 51,5 CFM angegeben. Das sind so ca. 85 Kubikmeter die Stunde Luftfördermenge. Der Geräuschpegel bewegt sich zwischen 6 und 13,6 Dezibel, also diese sind doch relativ leise. Angeschlossen wird der Lüfter via 4-Pin PWM-Anschluss. Er besitzt ein hydrodynamisches Gleitlager. Das Kabel ist 45 cm lang und hier steht auch nochmal die LED-Farbe, weil diese Teile sind LED-beleuchtet, in dem Fall rot. Kommen wir nun noch zur Farbe und da klären wir in dem Fall, was das mit dem Tube R auf sich hat. Den Lüfter bzw. die Lüfter gibt es in mehreren Farben. Zum einen der Tube R ist halt rot, dann gibt es noch einen Tube G für grün, einen Tube W für weiß und einen Tube B für blau. Richtig, das so viel dazu. Jetzt machen wir das Ganze mal auf und gucken, was so drin ist. Verpackung beiseite gelegt. Also was ist drin? Zum einen der Lüfter, zum anderen, das habe ich leider schon rausgenommen, ein kleines Tütchen mit vier Entkopplungsstangen. Hinten ist es beschrieben als Kunststoffschrauben, was eigentlich totaler Quatsch ist. Sind diese Gummistangen, die hier durchsteckt und dann könnt ihr das einfach ins Gehäuse einklipsen. Und dann noch zudem vier Grobgewindeschrauben in Silbern, hätte man vielleicht noch weiße dazugeben können. Schwarze. Genau. Fangen wir beim Kabel mal an. Das hier komplett in Schwarz. Auch der Anschluss ist in Schwarz, nicht gesleeved. Finde ich jetzt persönlich aber auch nicht ganz so dramatisch, weil wenn das nicht gesleeved ist, kann ich es ordentlich einbauen bzw. besser verlegen als gesleevte Kabel. Und gleich nochmal eine Anmerkung dazu, dann lieber so, anstatt wie bei EKL mit diesem Gummisleeve, der andauernd wegknickt und verknickt. Also da finde ich das wirklich besser. So, kommen wir mal zum Lüfter, 120 mm, kein gerader Rahmen, sondern so mit Vertiefungen und alles drum und dran, sieht optisch natürlich ansprechender aus. Des Weiteren hier bei den Verschraubungen haben wir das Ganze nochmal entkoppelt. Von allen Seiten sind solche Gummipuffer, finde ich auch ganz nett. Und das Ganze wirkt sehr wertig, ist zwar jetzt nicht super verwindungssteif und lässt sich ein bisschen biegen, allerdings wenn das Material außen drumherum ein bisschen weicher ist, ist es auch nicht schlimm, das tut schon ein bisschen Schwingung abfedern bzw. aufnehmen. Und jetzt sieht man schon die Besonderheit hier daran und was auch für die Namensgebung natürlich sehr gravierend ist oder beziehungsweise sehr toll geprägt hat. Hier in der Mitte befindet sich eine Röhre aus Plexiglas, die ist gebogen und die ist dann im Betrieb beleuchtet, wird von zwei
roten LEDs hier in dem Fall angestrahlt und das Ganze gibt einen richtig klasse Effekt. Auch hier super verarbeitet, auch die Rückseite klasse verarbeitet. Hier sitzt auch der Sticker gerade und das schwarze Kabel, das geht sogar bis zum Motor, ist es schwarz, wie bei manchen anderen. Die sind dann bloß schwarz bis hierhin irgendwo und dann sind sie quietschbunt. Kommen wir noch zum Lüfter. Dieser in dem Fall in Rot, hat 10 Flügel, die sind sehr schön geschwungen, sieht optisch sehr cool aus und diese sind relativ weich und lassen sich gut biegen. Ich persönlich finde es echt schick, mir gefällt es sehr gut. Wie das Ganze jetzt im Betriebszustand aussieht, gucken wir uns jetzt einfach mal an. Kommen wir nun noch zu einem kleinen Fazit. Der Lüfter hat mich durchaus überzeugt. Nicht bloß, dass er optisch sehr geil aussieht. Auch die LED-Beleuchtung ist echt cool gemacht. Und auch bei 12 Volt läuft der Lüfter sehr ruhig und doch verhältnismäßig leise. Erzeugt einen guten statischen Druck, selber bei 1200 RPM. Und wenn das Ganze natürlich noch nach unten geregelt wird, via 4-Pin PWM, ist das Ding soweit flüsterleise. Von meiner Seite her, hier gibt es hier eine klare Kaufempfehlung. Wer nicht unbedingt Thermaltake in seinem Rechner haben will oder braucht und da definitiv auch keine 25 Euro für einen Lüfter ausgeben will, kann hier durchaus fündig werden. Wenn mein Video soweit gefallen hat, der lässt mir ein Like da, kommentiert das Ganze und natürlich das Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.